Boah, Leute. Ich hatte gerade den stressigsten Morgen meines Lebens innerhalb von 10 Minuten, weil das war so dämlich. Ich habe mir um 7 Uhr, keine Ahnung, ich glaube 7.30 Uhr einen Wecker gestellt, weil ich um 8.30 Uhr den Zug nehmen wollte nach Berlin. Und ja, den Wecker habe ich natürlich ausgemacht. Dachte mir so, ja, ich kann noch ein paar Minuten schlafen. Kein Problem, haha. Und ja, meine Mama hat dann irgendwann hochgerufen um 8.35 Uhr, also über eine Stunde später und 5 Minuten, nachdem ich losfahren wollte. Ja, wollen wir nicht mal fahren? Und ich wach auf und denke mir nur so, scheiße. Bin durch die ganze Bude gerannt wie so eine Irre, wie so eine komplett Geisteskranke. Hab meine Sachen zusammengepackt, weil ich halt noch nicht gepackt habe, weil ich das heute Morgen machen wollte, weil ich so dachte, ja, ich habe ja noch eine Stunde Zeit, wenn ich wach werde, gar kein Problem. Und ja, da bin ich ja wach geworden, bin da wie so eine Irre durch die Gegend gelaufen. Um 3:15 war ich dann fertig. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht zu dem Bahnhof, zu dem ich normalerweise fahren muss. Sondern zu einem anderen Bahnhof, zu dem ich noch mal länger brauche. Und ja, dann sind wir auf halber Strecke einfach umgedreht, weil klar war, dass ich diesen Zug nicht mehr bekomme. Und jetzt muss ich anderthalb Stunden... Jetzt muss ich anderthalb Stunden später fahren. Das war der gerushteste Morgen, den ich jemals hatte. Und total überflüssig halt einfach. Das Problem ist bei mir, ich habe heute bei meiner kleinen Schwester geschlafen. Und meine kleine Schwester hat Jalousien. Und das hatte ich letztens im Hotel auch, also Jalousien. Und mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich Jalousien habe, ich meinen Wecker ausmache, mich wieder hinlege und so lange schlafe, bis, keine Ahnung, mich irgendein Vollidiot weckt. So. Ich habe ja in meinem Zimmer keine Jalousien und da wache ich immer pünktlich auf. Kein Scheiß, ich verschlafe nie, wenn ich in meinem eigenen Zimmer schlafe, weil ich da ja immer mit dem Licht geweckt werde. Ich glaube, Rollladen bzw. Jalousien sind einfach nichts für mich. Die zerstören nur meine ganze... Mein alles. Das war jetzt so mein Morgen. Ich hoffe, bei euch lief es besser. Ich habe den Adventskalender hier von NYX seit einigen Tagen nicht mehr geöffnet. Wir haben heute den 12. oder 13.? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur 4 Türchen geöffnet. Das heißt, wir können jetzt ganz, ganz viel zusammen öffnen. Okay, ich mache zuerst mal die Nummer 5 offen. Oh, wie süß. Das ist ein... Mann, mit dem Nägel kriege ich das nie auf. Eine kleine Mini Soft Matte Lip Cream in Paris. So einem Pink. Voll cute. Okay, kommen wir zu Nummer 6. Dem Nikolaus-Türchen. Oh. Ein NYX Butter Lipstick in Quietschrosa. Das ist die Farbe Seashell. Das ist definitiv nicht meine Farbe, aber ich finde ihn auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr süß. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 7. Oh. Ach, ich finde die jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie auspacke, so, so unfassbar süß. Und diese Glasse kenne ich gar nicht, glaube ich, oder? Das ist ein Intense Butter Gloss in der Farbe Berry Strudel. Strudel? Keine Ahnung. Aber die sehen cool aus. Türchen Nummer 8. Oh, nochmal ein Intense Butter. Nee, kein Intense Butter Gloss, nur ein Butter Gloss. Aber der ist echt, echt richtig schön. Das ist die Farbe Creme Brûlée. Die habe ich sogar schon. Die finde ich sogar auch richtig gut. Cool. Türchen Nummer 9. Heute ist sogar schon der 13. ist mir gerade aufgefallen. Aber ist nicht Freitag der 13., oder? Nee. Sonst hätte sich mein Pechwort vorhin, hätte ich dann nachvollziehen können. Ah, hier ist ein matter Lipstick drin. Hier kann man die Farbe gar nicht so gut sehen. Up the Base. Wow, der ist dunkel, aber der kann echt schön sein, glaube ich. Oh, ein Lingerie. In... Oh mein Gott, Leute, ich habe meinen Bleistift geschrottet. Könnt ihr das sehen? Mist, egal. Ein Liquid Lingerie in der Farbe Corset. Der ist auch cool. So, jetzt haben wir noch 3 Türchen, den 11., 12. und 13. Ich bin gespannt.
mal wieder eine Soft Matte Lip Cream. Und die Farbe sieht echt hübsch aus. Das ist die Farbe Sao Paulo. 12, weil ich liebe Adventskalender. Ich habe halt immer nur so Schoki-Adventskalender gehabt. Und wenn man solche Adventskalender hier hat, dann macht das einfach noch viel mehr Spaß. Das ist richtig cool. Hier ist wieder ein matter Lipstick drin, ne? In der Farbe Indie Flick. Das ist so ein Orange-Rot. Hier war ja schon ein Rot drin, aber ich glaube, das war ein richtiges Rot. Und das hier ist so ein Orange-Rot. Und jetzt kommen wir zum letzten Türchen. Und zwar zur Nummer 13. Hier ist wieder so ein Liquid Suede. Falls man die so nennt. Lipstick drin. In der Farbe Vintage. Es war ja schon mal einer drin. Das ist der hier. Und ich muss sagen, die sehen sich ziemlich ähnlich. Also die tun sich eigentlich nicht viel, außer dass der hier ein bisschen rotstichiger ist. Es ist einfach schon über die Hälfte jetzt weg. Also Weihnachten ist einfach schon fast da. Es dauert noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tage bis Weihnachten. Und ich habe noch kein Geschenk für meine Eltern. Klasse, da muss ich mich ranhalten. Habt ihr schon ein Geschenk für eure Familie? Beziehungsweise für eure Freunde oder wem auch immer ihr Geschenke macht, eurem Freund oder so, dann seid stolz auf euch. Ich habe nämlich noch nichts. Außer für meine Schwester. Für meine Schwester habe ich schon was. So, ich bin jetzt... jetzt. Ich bin jetzt in Berlin angekommen. Nach, ein bisschen Stress und ein bisschen Tumult und ein bisschen komischem Zeugs. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin immer noch... Ich bin jetzt mit Paula. Oh mein Gott, das ist Churros. Churros. Kennt man die? Nein. Hat die Nein. Ich habe nur gesagt, dass sie Churros in der Hand hatte und ich auch Bock auf Churros habe. Okay, also, was ich erzählen wollte, ich bin jetzt mit Paula unterwegs, sie hat auch bei dem Film mitgespielt, deswegen kennen wir uns. Ja. Und ich bin halt in Berlin angekommen und war irgendwie so fast fertig mit meinem Video. Und bin dann so mit Laptop in der Hand raus aus diesem scheiß Zug mit meiner Reisetasche, mit meiner anderen Tasche, Handy in der anderen Hand so noch. Ich war richtig voll bekackt. Ich sah richtig voll bepackt und bescheuert aus. Und mir ist alles fast aus der Hand gefallen. Aber mein Video musste halt exportieren. Und dann sind wir halt in die S-Bahn gestiegen direkt, als wir uns getroffen haben dann. Und da habe ich halt mein Video dann hochgeladen. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich fast rechtzeitig geschafft. 5 Minuten zu spät war es. 14.35 Uhr oder sowas online. Und dann haben wir noch ein Schließfach für meine Tasche gesucht, was auch nochmal 10 Jahre gedauert hat gefühlt. Und jetzt sind wir dann endlich auf dem Weihnachtsmarkt angekommen. Und eigentlich wollten wir was essen, aber ich glaube, wir laufen hier gerade zum dritten Mal her, oder? Ja, das ist die dritte Runde gerade. Ich habe mich immer noch nicht gefreut. Ich würde dich einen Kohl probieren, den du meintest. Blumenkohl? Ja, den gibt es am Alexanderplatz. Fahren wir zum Alexanderplatz. Sollen wir? Ohne Spaß, ich will den probieren. Ja, lass machen. Okay. Ups. Leute, tägliches Ritual. Ich habe vergessen, Essen zu filmen. Es ist leer. Aber dafür haben wir hier Pommes mit Currywurst. Da hat sie mich gerade halt auch sogar dran erinnert, zu filmen, weil ich es selbst schon wieder hätte vergessen. Ich klau dir eine. Okay. Taste Test. Bisschen labbrig. Hallo, was machst du? Oh, jetzt ich was soll ich denn jetzt holen? Was braucht man für Spaghetti Carbonara? Also willst du Spaghetti Carbonara? Weil Hunger. Aber warum das? Fokussiert gar nicht. Ich bin zu scharf, damit die Kamera funktioniert. Ich glaube, wir müssen hier abbrechen. Ich bin auch gerade der schlechteste Kameramann der Welt. Ja, das sein. Du filmst nämlich die ganze Zeit mein Gesicht einfach nicht. Oder richtig nah. Was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, wir müssen das hier abbrechen. So, was willst du beim Reisen? Ich weiß nicht. Ja, wie man vielleicht sieht oder halt nicht sieht, Paula ist mittlerweile weg und wir sind gerade einkaufen. Beziehungsweise wir versuchen einzukaufen. Was braucht man denn überhaupt? Man braucht doch Sahne, oder? Was machst du da noch rein? Nudeln. Ach ja, danke. Nudeln. Cool. Aber also machst du das mit Speck oder mit... Ja. Okay. Was soll ich denn sonst reinmachen? Meine Mama macht Bifi.
Meine Mama macht da immer Paprika und Kochschinken rein. Das ist voll geil mit Paprika. Lass mal Paprika reinmachen. Ja, verrückt, oder? Nee, wir machen das immer. Ich habe das noch nie anders zu Hause gegessen. Kochschinken. Ja, Kochschinken und Paprika. Statt halt Speck. Sollen wir das mal so machen? Aber mit Eiern. Ja, so sonnig halt. Ja? Ja, aber man macht dann noch ein Ei drauf. Ja. So ein großes Ei? Ja. Und dann bleibt das roh? Ja, dann mischt man das. Nee, Salmonellengefahr. Julia probiert an den Kochschinken ranzukommen. Top. Ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und habe wieder mal bemerkt, dass ich ihn nicht beendet habe. Das wollte ich jetzt hiermit noch tun. Ich hoffe sehr, dass es gefallen. Ich wünsche euch noch weiterhin einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi.